Narben entstehen aus dem ganz einfachen Grund, dass eine Verletzung des Körpers vorhanden ist und der Körper natürlich versucht, die Oberfläche, die Intaktheit der Oberfläche wiederherzustellen. Die Narbenheilung hat bestimmte Phasen. Im ersten Stadium wird natürlich vermehrt Gewebe in diesem Bereich, Gewebeneubildung angeregt, auch eine Blutgefäßneubildung, um die Wunde schnell zu verschließen und anschließend muss das alles wieder nach unten reguliert werden, damit es nicht zu einer überschießenden Narbenbildung kommt. Das heißt, daraus ergibt sich schon, wir haben unterschiedliche Formen von Narben. Wir haben die gesunde Narbenbildung, die in der Regel eine flache, relativ wenig sichtbare Narbe hinterlässt. Wir haben eine hypotrophe Narbe, das bedeutet, dass wir zu wenig Gewebe haben, dass die Narbe vielleicht auch etwas auseinanderweicht und eine Einsenkung bildet. Und dann gibt es noch die hypertrophe Narbe, das bedeutet zu viel Narbenbildung, überschießendes Gewebe, das sind diese dicken Knoten, die man auf der Haut sieht. Davon gibt es noch eine Sonderform, das sind die sogenannten Keloide. Diese Keloide wachsen über das ursprüngliche Areal der Narbe hinaus und können auch eine sehr ungerichtete, sehr unschöne Narbenbildung ergeben. Meistens kommen Patienten zu einer Narbenkorrektur, weil sie es aus ästhetischen Gründen stört. Das kann sein, dass es Narben sind an auffälligen Stellen im Gesicht, teils Dekolleté, Hände, also an offenliegenden Körperarealen. Auf der anderen Seite kann natürlich auch eine Narbe zu Schmerzen führen, es kann zu Bewegungseinschränkungen führen und dann muss man auch mit den Patienten besprechen, welche Möglichkeiten gibt es, ob man eine Therapie einleitet, in der man das Narbengewebe etwas auflöst, zum Beispiel mit einer Cortisoninjektion in diese Narben oder wenn es zu einer Verkürzung kommt, dass man sogenannte Z-Plastiken durchführt. Dabei wird der Strang, der zu kurz geworden ist, operativ verlängert, um zum Beispiel eine Bewegungseinschränkung einer im Ellbogenbereich, im Achillenbereich entgegenzuwirken, damit die Mobilität des Patienten wiederhergestellt ist. Letztendlich können Sie alle Arten von Narben behandeln. Es fängt natürlich damit an, dass Sie bei einer normalen Narbenbildung auch schon vorbeugen können. Das bedeutet durch die Operationstechnik, durch entsprechende Nahttechniken, sogenannte unter der Haut versenkte Nähte, die nicht diese Einstichstellen auf der Haut hinterlassen. Dann können Sie auch im Nachgang mit entsprechenden Narbencremes, Narbenpflastern behandeln. Also das ist die Prävention einer oder die vorbeugende Behandlung einer Narbe. Wenn es bereits zu einer Narbe gekommen ist, ist die Frage, wenn wir zu wenig Gewebe haben, dann müssen wir ein Verfahren anwenden, bei dem wir neues Bindegewebe anregen. Das gibt Möglichkeiten, bei denen Sie mit Lasern, sogenannte fraktionierte Lasertherapie, eine Bindegewebsneubildung anregen. Wenn Sie zu viel Narbengewebe haben, dann müssen wir das Ganze minimieren. Das kann sein mit Cortisoninjektion. Die Nebenwirkung von Cortison ist eine Gewebeschrumpfung oder auch das Ganze vereisen, entweder von außen mit einem Sprühverfahren oder von innen mit einer Nadel, wo Sie die Kälte in die Tiefe der Narbe bringen. Der Zeitpunkt, zu dem Narben behandelt werden, hängt auch davon ab, was Sie erreichen wollen. Die vorbeugenden Maßnahmen, die starten Sie direkt nach der Wundheilung oder im Prinzip schon mit dem ersten Pflaster, was Sie auf die Narbe geben. Das ist schon die vorbeugende Maßnahme. Ansonsten, wenn es um operative Verfahren geht, ist es in der Regel so, dass man bei überschießender Narbenbildung
normalerweise ein Jahr abwarten sollte, bevor man überhaupt eingreift. Wenn wir zu wenig Gewebe haben, also diese hypotrophen Narben, die können wir relativ schnell nach der Entstehung der Narbe mit regelmäßigen Laserbehandlungen verbessern. Als hypotrophe Narben ist eigentlich auch die Dehnungsstreifen mit anzusehen. Also das ist auch ein Gewebe, da ist das Bindegewebe gerissen und es entsteht im Prinzip ohne Operation auch eine Narbe. Das ist letztendlich etwas, was man sehr schön auch aus ästhetischen Gründen mit einer fraktionierten Laserbehandlung abschwächen kann bzw. fast unsichtbar machen kann. Der Behandlungsverlauf richtet sich natürlich danach, was gemacht werden muss. Wenn wir bei einer Narbe, wo wir zu wenig Gewebe haben, lasern wollen, dann tragen wir erst eine Betäubungscreme auf. Die lassen wir eine halbe, dreiviertel Stunde einwirken. Danach wird gelasert und das im Abstand von 4 bis 6 Wochen, normalerweise 4 bis 6 Mal. Die Laserbehandlung erzeugt kleine Hitzesäulen in der Haut, die zu einer Bindegewebsneubildung führt und auch, wenn wir das histologisch untersuchen, Kollagen Typ 1, also das ist das gesunde Kollagen, nicht das Narbenkollagen, dann vermehrt gebildet wird. Die Kosten für derartige Behandlungen hängen natürlich ganz davon ab, was durchgeführt werden muss. Die Laserbehandlungen werden in der Regel von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen. Bei den privaten Krankenkassen hängt es davon ab, ob Einschränkungen, Schmerzen etc. durch die Narben verursacht werden und man das belegen kann und dann eine entsprechende Übernahme durch die privaten Krankenkassen bekommen kann. Vor einer Narbenkorrektur ist es wichtig, dass wir mit dem Patienten besprechen, was kann er von der Behandlung der Narbe erwarten, was wird das Ergebnis sein. Wichtig ist es auch mit ihm definitiv klarzulegen, was realistisch verbessert werden kann. Eine Narbe ist ein Endzustand und einen Endzustand können wir nicht beseitigen, sondern wir können ihn optisch verbessern und auch deutlich unauffälliger machen. Aber das ist etwas, was wirklich im Vorgespräch klar dargestellt werden muss. Nach der Narbenkorrektur kommt es darauf an, wie gesagt, war es eine operative Narbenkorrektur, war es eine Laserbehandlung, was auch immer, entsprechende Verbände oder auch bei Laserbehandlungen ein entsprechender Lichtschutz, der einzuhalten ist, also eine UV-Lichtkarenz etc. Und dann muss auch klargestellt sein, in welchen Abständen die Behandlungen eventuell wiederholt werden müssen. Auch das, Dauer der Wundheilung ist auch wiederum abhängig von dem durchgeführten Prozess. Eine Laserbehandlung führt üblicherweise 2-3 Tage eine Rötung und Schwellung nach sich. Ein operativer Eingriff braucht normalerweise einen Wundverband und eine Wundheilungsphase von ca. 2 Wochen. Also wie gesagt, das ist vollkommen abhängig davon, welche Behandlungsmaßnahme erforderlich gewesen ist.